Johanna Friedrich ist eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen des SC Magdeburg. In Halberstadt geboren, gehört sie zu den Eigengewächsen im Team. Die 20-Jährige ist mehrfache deutsche Meisterin über 200 und 400 Meter Freistil. Bei der diesjährigen WM in Kasan qualifizierte sie sich mit der 200 Meter Staffel für die Olympischen Spiele. Seitdem steht Olympia ganz klar im Vordergrund. Dem Traum von Rio ordnet sie alles unter. Ja, Johanna, du kommst aus Halberstadt. Wie kamst du da eigentlich zum Schwimmen? Ja, nach dem Seepferdchen ist der Halberstädter Schwimmverein auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich denn da eintreten möchte, und dann habe ich das gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß am Schwimmen und ja. Und wie bist du dann zum SCM gekommen? Ein Trainer vom SC Magdeburg hat mich bei so einem Sichtungsschwimmen gesehen, hat gefragt, ob ich Interesse hätte, mal hier Probetraining zu machen, und dann habe ich das gemacht. Ja, dann habe ich mir noch ein Jahr Zeit gelassen. Und dann bin ich zur 6. Klasse hier auf das Sportgymnasium gewechselt. Genau, du warst auf dieser Elite-Schule für Sport in Magdeburg. Ja. Und hast auch letztes Jahr dein Abitur da absolviert. Genau. Ja. Und 2010 warst du da Elite-Schülerin? Ja, genau. Ja, was muss man dafür machen? Also, die Lehrer, die stellen da bestimmte Sportler vor, und dann wird da abgestimmt, welcher erfolgreicher war und wer in der Schule noch ganz gut ist und wo das Rundumpaket stimmt, und dann haben die Lehrer für mich abgestimmt in dem Jahr. Ja, cool. Ja. Und wie ist das? Wohnst du in Magdeburg oder noch in Halberstadt? Nee, ich wohne seit 2006 hier in Magdeburg. Erst im Internat, 6-7 Jahre lang, und dann hier jetzt in der eigenen Wohnung. Ja, und wie ist das so mit deiner Familie? Die wohnt wahrscheinlich noch in Halberstadt. Genau. Wie ist das so von der Unterstützung her? Als ich natürlich mit 11 Jahren hierher gekommen sind, haben wir uns noch jeden Mittwoch, da sind sie immer hergekommen, und dann natürlich jedes Wochenende gesehen. Jetzt sehe ich sie leider nur noch alle 4 bis 6 Wochen und fahre halt, wenn ich kann, nach Hause. Okay. Ja. Ja. Und zu Wettkämpfen sind sie natürlich auch immer hier. Okay. Ja, wenn wir mal über die WM in Kasan reden, die dieses Jahr war. Du hast den 19. Platz belegt, über 400 Meter Freistil schwimmen, und warst sehr enttäuscht davon. Ja. Ne? Also ich habe mit einer Finalteilnahme geliebäugelt, also Platz 8. Und erster Start bei der WM, das war dann doch was anderes. War ganz schön aufgeregt, und dann ging das leider nach hinten los ein bisschen. Aber hast du irgendwie eine Idee, wie es in der Zukunft, wie du was verändern willst oder wie du was anders machen willst? Ja, also dadurch, dass ich vorher sehr, sehr aufgeregt war, müssen wir jetzt natürlich gucken, dass ich da mich ein bisschen im Griff habe vorher und nicht ganz so aufgeregt bin. Und dann passt das, denke ich, bei den Olympischen Spielen hoffentlich. Ja, genau. Und genau, ihr habt auch die 200 Meter Freistil in der Staffel. Da habt ihr euch direkt für die Olympia qualifiziert, richtig? Und ja, allgemein war der SCM auch sehr erfolgreich. Ja, also unsere Freiwassersportler, die waren natürlich sehr erfolgreich. Mit Rob Muffitz, der Weltmeister geworden ist und Vize-Weltmeister. Und auch Finja, die Dritte geworden ist. Und meiner Beckenkollegin Franzi war ja auch Vierte. Also das war schon echt eine gute Bilanz, würde ich sagen. Was meinst du denn, macht den SCM so erfolgreich? Also ich glaube, dass das auch sehr viel natürlich an unserem Trainer Bernd Berkan liegt, der jetzt auch mit meinen beiden Teamkollegen bei der Kurzbahn-EM ist. Und der arbeitet sehr, sehr viel und hart dafür, dass wir so erfolgreich sind. Ja, dann kommen wir mal zur Olympia 2016 in Rio. Also ihr habt euch dafür qualifiziert, und ist es sicher, dass du da wirklich mitschwimmst? Also sicher ist es noch nicht. Ich habe mich noch nicht qualifiziert. Das wird erst im Mai bei den Deutschen Meisterschaften stattfinden. Und da muss ich dann unter den ersten 4 kommen, und dann stehe ich auf so einer Longlist sozusagen und muss dann nochmal einen Überprüfungswettkampf schwimmen und da auch nochmal unter den ersten 4 dann sein. Und dann, ja, aber ich schätze, es sieht ganz gut aus. Ich war 2013 Deutsche Meisterin, letztes Jahr Vizemeisterin. Mhm. Hoffentlich werde ich dann unter den ersten 4 sein. Ja. Und was werden dann so deine Erwartungen sein für Rio? Ja, also mit der Staffel wäre schon ein Finale richtig cool. Und wenn ich mich über eine Einzelstrecke qualifizieren sollte, dann ist natürlich Finale und Bestzeit immer ein Ziel. Ja. Und was kommt, ist natürlich das i-Tüpfelchen, was noch mehr dabei rausspringt. Ja. Ist es ein großer Unterschied, mit der Staffel zu schwimmen? Oder? Ja, man steht natürlich noch mit 3 anderen Mädels auf der Startbrücke und nicht alleine. Es ist natürlich ein Unterschied. Und ich mag es, in einem Team zu schwimmen. Schwimmen ist eigentlich eine Einzelsportart, und dann doch mal als Team aufzutreten, ist mal eine nette Abwechslung und macht auch echt Spaß. Ja, schön. Und auf was freust du dich am meisten? Also auf Rio jetzt? Ja,
ja, einfach dieses Feeling. Alle reden immer davon, Olympische Spiele ist was ganz Besonderes und es ist einfach das Event, worauf man 4 Jahre lang hintrainiert. Und wenn ich das jetzt schaffen würde, das ist, dann würde einfach mein größter Traum in Erfüllung gehen. Ja, ja. Ja, Rob Muffels hat die Grundausbildung der Bundeswehr jetzt vor kurzem beendet und du bist ja auch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Was heißt das? Ja, also ich bin ein Jahr vor Rob dort eingetreten und das ist halt die einzige Sport für einen Leistungssportler, in den Profisport einzusteigen. Also so, dass man sich nur auf das Schwimmen vorbereitet oder auf seinen Sport konzentrieren kann und trotzdem seinen Lebensunterhalt sichern kann. Normalerweise kann man als Einzelsportler, vor allem als Randsportart Schwimmen, nicht so viel damit verdienen. Und also ich könnte jetzt ohne die Förderung mit der Bundeswehr mich nicht finanzieren. Dann müsste ich meine Eltern fragen, ob sie meine Wohnung und alles Trainingslager bezahlen. Und ja, so kann ich davon leben, von meinem Sport. Hat also sehr viele Vorteile. Ja, ne? Also nicht nur, dass wir auch krankenversichert sind und alle Medikamente bekommen kostenlos und alle Physiotherapie-Sachen bekommen wir bezahlt. Also ist schon echt ein Riesenvorteil. Mhm. Dafür, dass wir ja nur die 6 Wochen Grundausbildung machen und dann... Und gibt es auch irgendwelche Nachteile oder gar nicht? Nee, könnte ich jetzt nicht aufzählen. Nee. Okay. Also klar, für manche sind die 6 Wochen Grundausbildung, da fällt natürlich 6 Wochen Training weg. Aber das holt man natürlich dann wieder auf, wenn man danach das ganze restliche Jahr sich nur auf das Training konzentrieren kann. Und wie sieht so dein allgemeiner Alltag aus? Also wie ist dein Trainingsablauf? Ja, also früh stehe ich so 5.30 Uhr auf, dann 6.30 Uhr beginnt hier das Training. Und dann bin ich hier bis um 9 bzw. bis um 11 hier, wenn ich danach noch Krafttraining mache. Ja, dann wird Mittag gekocht, dann wird meistens ein Mittagsschläfchen gemacht oder Physiotherapie, was halt so ansteht. Ja, und dann ist hier 15 Uhr oder 15.30 Uhr bis 19 Uhr wieder Training. Ja, und dann nach Hause, essen, schlafen. Ja. Okay. Ziemlich simpel. Ja. Na gut, das war es eigentlich schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für das Interview und wünsche dir ganz viel Erfolg in der Zukunft. Vielen Dank. Dass wir noch viel von dir hören werden. Das nächste Ziel für Johanna sind die deutschen Meisterschaften im Mai. Dort wird sich auch entscheiden, ob sie die Qualifikation für ihren großen Traum Olympia 2016 schaffen kann. Wir drücken ihr auf jeden Fall die Daumen.